Servus, ihr Freunde der Waffel. Völlig unerwartet haben wir einfach das perfekte Waffeleisen gefunden. Als uns der Test angeboten wurde, da war ich noch übelst am Zweifeln und wollte eigentlich auch schon zuerst ablehnen, da ich diese Marke überhaupt nicht kannte. Aber zum Glück habe ich das dann doch nicht getan. Seht euch einfach mal diese Nachricht der besten Köchin an, die ich kenne. Und wenn auch du die beste Waffel deines Lebens haben möchtest, schau dir dieses Video bis zum Schluss an. Dann erfährst du nämlich alles, was dieses Waffeleisen so unglaublich gut macht. Und darüber hinaus verrate ich dir auch meine absoluten Lieblingsrezepte. Los geht's! Zu einem richtig tollen Frühstück gehören leckere Waffeln. Bei uns mittlerweile einfach dazu. Und wir hatten ehrlich gesagt noch nie bessere Waffeln als jetzt. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei die hohe Maximalleistung. Erst dadurch können die Waffeln nämlich so richtig wunderbar knusprig werden. Aber diese Leistung allein, die reicht eben noch nicht aus. Dazu gibt es noch vordefinierte Programme. Und diese wählen für euch die perfekte Temperatur und auch die Dauer aus. Mein Favorit ist dabei belgische Waffeln, innen weich und außen kross. Und der Name, der ist wirklich Programm. Die Waffeln sind schön fluffig und gleichzeitig trotzdem knusprig. Das schmeckt richtig gut. Nach dem Ablauf des Timers werdet ihr dann mittels Piepton informiert und könnt die Waffel ganz bequem entnehmen. Ihr müsst also nicht permanent das Waffeleisen öffnen, um zu schauen, ob die Waffel schon fertig ist. Die Beschichtung ist dabei übrigens hervorragend und verhindert ein Ankleben der Waffeln sehr effizient. Dadurch wird natürlich die spätere Reinigung enorm erleichtert und das ist auch gut so, denn die Prägung der Waffeln, die ist sehr tief und lässt sich dadurch eben ein kleines bisschen schwieriger reinigen, aber die Beschichtung hilft dabei enorm. Und da die Waffeln extra fett sind, bleiben sie angenehm lang warm und kühlen auch nicht so schnell aus. Das heißt also, ihr habt die Möglichkeit, eure Waffeln ohne jegliche Hast mit tollen Köstlichkeiten zu dekorieren. Und meine 10 Lieblingsbelege sowie meine Lieblingswaffelrezepte, die habe ich euch als kleinen Zusatzservice im ersten Kommentar unter diesem Video angepinnt. Schaut da einfach mal vorbei und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eure Favoriten und eure Tipps noch dazu schreibt, denn so tragen wir Stück für Stück die vielleicht besten Waffelrezepte der Welt zusammen und davon können ja schließlich alle profitieren und ich werde da definitiv auch reinschauen. Während der Nutzung müsst ihr euch übrigens auch keine Sorgen um eure Sicherheit machen, denn der Griff, der ist hundertprozentig wärmeisoliert, er bleibt schön kalt und sogar das Gerätegehäuse erhitzt sich im Gegensatz zu billigen Konkurrenten nur ein ganz kleines bisschen. Ihr könnt also sogar oben eure Hand drauflegen. Und wenn ihr euer gemütliches Beisammensein dann beendet habt, könnt ihr das Waffeleisen ganz einfach zusammenklappen, verschließen, denn sogar dafür gibt es einen Hebel und dann in den Schrank stellen. Zusammengefasst erhaltet ihr hier ein in meinen Augen perfektes Waffeleisen. Es liefert die besten Waffeln eures Lebens, ich verspreche euch das. Es lässt sich super einfach reinigen. Es ist in einer gewissen Art und Weise smart, dass ihr ganz entspannt sein könnt beim Essen. Ihr müsst euch um nichts kümmern, außer um einen Waffelteig. Ja, von mir aus gibt es dafür 10 Daumen nach oben. Alles, was ich habe, weil ich finde es einfach geil. Schreibt mal in die Kommentare, das würde mich nämlich interessieren. Habt ihr schon mal ein Gerät von einer Marke gekauft, die ihr überhaupt nicht kennt, die auch kein Mensch ansonsten jemals gehört hat und war dann extrem begeistert? So geht es mir nämlich in diesem Fall. Wie gesagt, schreibt eure Meinung unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich danke euch dafür. Ansonsten stelle ich euch hier noch mein Lieblings-Sandwich-Maker vor, der übrigens auch hervorragend arbeitet. Und darunter findet ihr unseren Abo-Knopf. Einfach da draufklicken und ihr werdet informiert, sobald es ein neues Video von uns gibt. Ich hoffe, das wird wieder nächsten Freitag der Fall sein. Versprechen kann ich es euch aber momentan nicht. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne, knusprige Woche. Bis dahin. Ciao.